Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mikabellum. Gegner hat ein bisschen mehr MMA, knapp 100 mehr. Ich habe mich gerade eben wieder in Game baiten lassen, wo der Gegner Vulcans und Marksman spielt. Und ich habe irgendwas anderes probiert und habe den verloren. Darf man nicht machen. Ich hatte vorhin Artillerie. Eieiei. Aber er hat auch immerhin eigentlich 4 Türme da rein investiert. Eigentlich, wenn ich aber das ignoriert hätte, wäre es eigentlich auch okay gewesen. Aber irgendwie hat es mich dann doch gestört. Und ich habe dann komische Sachen gemacht, um die Türme loszuwerden. Ich habe sie weggenuked. Also einen. War es wahrscheinlich nicht wirklich wert. Hat mir auch die Runde gewonnen, muss man dazu sagen, aber trotzdem war es eher nicht wert. So. Ja, gut. Das sieht jetzt nicht so geil aus für mich. Aber auch nicht so schlimm. Mal gucken, was hat er eigentlich für eine Karte aus Quick Supply? Ich habe eben nachgeschaut. Ich glaube, da muss ich fast Marksman adden, ha? Huh? Geht gar nicht anders. Zack, zack. Ich tue die mal eher zentral adden. Sind das 3 oder 4 Abstand? Unterschiedlich. Jetzt ist es symmetrisch, gell? Ups, so wollte ich es machen. Ich mache lieber 4, damit auf gar keinen Fall ich Gefahr laufe. Irgendwie das Satelliten beides killen. Eigentlich reichen 3 aus, aber wenn er ganz weit nach vorne läuft, vielleicht könnte da was passieren. So auf keinen Fall. Ich bin mir ja nicht so ganz sicher, wie es läuft. Oder der hier in der Mitte, der läuft einfach richtig schlecht. Der läuft nämlich auch nur in Arclight rein, dann macht er gar nichts. So, und jetzt wird es spannend, wenn die Crawler tot sind, wie lange meine Marksman und meine Sledgehammer vorhin am Leben bleiben. Und die Antwort ist nicht lang genug, befürchte ich. Das wird sehr knapp auf der rechten Seite. Links klappt es auf gar keinen Fall. Ja, ich muss seine Tankline schneller loswerden, beziehungsweise seinen Spam muss ich schneller loswerden. Das heißt, ich brauche tendenziell Arclight. Supply brauche ich auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Nuke wäre auch gut gewesen, aber Supply ist einfach zu stark in der Phase spielt. Da sehe ich keinen Spielraum. Null, nada, niente, nothing. Sind wirklich die Crawler, die Arclights jetzt? Ich denke schon, ehrlich gesagt. Ich denke, die sind. Und jetzt die Frage, hole ich mir einen weiteren irgendwas oder versuche ich die Crawler hier mit dem Beacon zu safen, damit der aber keinen großen Value rauskriegt. An sich gefällt mir der Gedanke, wir machen es einfach mal so. Ne, wir nehmen alle mit und lassen die einfach schön hier über die Flanke reinlaufen. Und vielleicht eher so machen. Mal gucken. Der Arclight muss ja vorher sterben, ne? So, und ein paar Crawler durch die Mitte. Ja. Ja, noch mehr Marksman, mehr Phoenix und die anderen Art von Marksman. Ja, okay, der war zu weit, der Beacon, der war scheiße. Wobei, vielleicht war er auch genau richtig. Die Frage, ob ich jetzt den Arclight schnell genug down krieg. Die Antwort ist leider nein. Okay, die Seite gewinne ich diesmal sogar. Habe ich da irgendwas geaddet? Den Arclight, ne? Den Arclight, ja. Zack, zack, Runde verloren. Das sind Kleinigkeiten gerade.
Problem ist halt, dass wenn er jetzt mehr auf Phönixe geht, dass er den Vorteil hat, dass er halt aber mehr Phönixe adden kann als ich Marksman. Geht halt wirklich darum, auch einfach schnell den Spam wegzuclearen. Was das Feuer natürlich exzellent macht, ne? Also für ihn ist das Feuer natürlich noch deutlich stärker als für mich leider. Kurz drüber nachdenken, wenn ich 3 Einheiten hätte, kostet mich das 3,50. Hätte ich noch 2,50 über ein Upgraden. Ich nehme mal das Feuer mit, allein schon, weil es später sehr stark werden wird. So, was wollte ich machen? Ich wollte ein A-Kleid in die Mitte packen, hatte ich, glaube ich, gesagt. Den upgraden, hatte ich gesagt. Und mehr Marksman hätten, hatte ich gesagt. Könnte ich immer noch ein Schild setzen. Oder 2. Biegen lassen wir einfach. Okay, er hat einen Rhino geaddet. Oh. Nicht aufgepasst, leider. Vielleicht ist es gar nicht so mega schlimm. Gucken. Alter, ist schlimm. Ich hab das Gefühl, ich brauche Melting Points. Das Gute an dem Rhino ist, dass er meine Schilde saved. Oder? Schafft das? Ja, schafft er. Sehr gut. Danke dir, Rhino. Okay. Ja, es tut weh, aber... Warte mal. Ich bin ja Giant. Ach du meine Güte, ich hätte fast aus Versehen das geklickt, obwohl ich es gar nicht brauche. Ja, ich glaube auch, dass er gewinnen wird. Da gebe ich dem Gegner recht, dem Gegner, dem Zuschauer. So, wir machen jetzt einfach mal hier den da, für den Fall, dass irgendwas in die Flanken kommt. Nix. Hat er letzte Runde echt Kredit ausgegeben? Könnte fast sein, ne? Die kosten ja 400 das Stück. Muss er fast gemacht haben. Ich hätte ein bisschen mehr Anti-Spam noch adden sollen, glaube ich. Ah, mal gucken. Ah, der hat es schon eilig. Gut, der ist tot. Der ist auch tot. Hoffentlich rechtzeitig. Ja. Das sieht gut aus für mich. Und die waren eigentlich noch günstig, ne? So, jetzt kann ich auf Reichweite gehen. Ich kann den Lightning Storm nehmen. Der Lightning Storm schallert halt anders, ne, gegen ihn. Gegen mich geht's. Die Reichweite, ist halt die Frage, ist die Reichweite so wichtig? Für mich eigentlich nicht unbedingt. Glaube ich nur auf den Lightning Storm. Ich glaube, das ist einfach wert. So.
Dann traden auf jeden Fall die ganzen Marksmen ab. Die Crawler Level Ups, nö, das heißt, brauchen wir nicht leveln. Ich würde fast einfach nochmal mehr Anti-Spam adden wollen. Ich glaube, ich setze auf Carry Arc Lights. Gibt uns, glaube ich, sogar Reichweite. Einfach weil ich glaube, dass die sehr großen Value kriegen werden. Hätte auf die andere Seite laufen sollen, gell? Naja, gut, die Wespen ist natürlich gut. Ich gebe es aber nächste Runde hier den Shooting Squad aus, denke ich. Boah, kriegt der den Down? Es könnte sogar sein, dass der Rhino mich kriegt oder ne, kriegt er nicht. Aber es war ganz schön knapp, ich muss den doch mal leveln, den Arclight, den anderen Arclight, den Melting Point. Aber könnte schlechter laufen. Wird gar nicht Mass Producers, ne. So, jetzt die große Frage, will ich ihn einfach wegnuken oder nicht? Spricht denn irgendwas dagegen? Die Rhinos Intense sind zu schnell, ja. So, wir adden die hier. In der Shooting Squad lohnt sich das bei 4 Marksmen. Ach, wir machen es einfach mit. Noch einen Marksman mehr, level den hier nochmal. Hier noch einen Marksman hin. Hier auf die Flanken. Ne, können ruhig da weiter vorpacken, glaube ich. Ah ne, kommen mir die eigenen angerannt. Maus auf die Flanken. Fällt mir echt die Idee. Dann geben wir dem einen noch ein Upgrade und ziehen die wieder hier rüber. Ne, das war echt Quatsch jetzt. Ich hätte dem anderen. Irgendwas anklicken. Danke. Ich hätte dem Upgrade geben sollen. Er zieht mich jetzt zusammen. Kann er gerne machen. Er ist auf dem richtigen drauf, sehr gut. Der da drüben ist an der Nuke gestorben, sehr gut. Ich sollte eigentlich genug Fangs haben, um die loszuwerden. Ja, ja. Ja, ist halt das Ding, ne? Das Shooting Squad ist aber sehr stark. Gerade hier gegen, also gegen Wespen, ne? Ist schon nicht so falsch. Und die Nuke hat natürlich jetzt auch geholfen, ne? Als Finisher Move. Ist halt immer so das Problem, was man hat, wenn man Phoenix hat, finde ich. Dass man die halt nicht so richtig protecten kann. Das hier war nochmal. Weiß gar nicht, ob so ein toller Move von ihm war, mich zusammenzuziehen. Keine Ahnung, was da richtig der Plan dabei war, ehrlich gesagt. Ich weiß, vielleicht aber nur um Satelliten zu fangen, ich weiß es nicht. Aber hat halt nicht geklappt. Was hat er sich genommen? Er hat Giant Hunter genommen gehabt. Er hat nur nie einen Down bekommen, glaube ich, gell.
Wenn dann maximal einmal oder so. Hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt für ihn. Ja. So, also mal wieder eine Runde gewonnen gegen einen mit einem hohen Elo. Dafür Upgrades vergeben, Schilder auf dem besten macht Sinn. Ja, das wird, glaube ich, auch sinnvoll. Hat er meine Arclight einen Ticken länger beschäftigt. Und ansonsten die Reichweite auf den Phönixen, ja, halte ich eher für nicht so sinnvoll. Weil von ihm alles andere eh weiter nach vorne rennt. Das heißt, er braucht die Reichweite nicht. Ja, er outranged so meine Marksmen, aber. Na gut, vielleicht kann man argumentieren, dass die dann weiter nach vorne laufen müssen, dass sie endgültig an die Phönixe rankommen. Aber es läuft ja auch alles von mir nach vorne. Also vielleicht kann man argumentieren, dass es. Ich meine, in irgendeiner Phase des Spiels macht Sinn für den ersten auf das erste Aufeinandertreffen, ist es irrelevant, behaupte ich, mit der Reichweite. Und von daher war es jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt das beste Upgrade, was er hätte machen können. Kann es aber auch gerade nicht unbedingt sagen, was er hätte machen sollen, um das hier zu schaffen. Die Rhinos waren einfach hart gekontert durch meine Melting Points und das hier war natürlich das absolut falsche Upgrade, wenn der Gegner Melting Points hat. Aber das wusste er zum Zeitpunkt noch nicht, weil er hat, glaube ich, in der gleichen Runde gespielt, wo, also die Melting Points gespielt, und nächste Runde hat er das Upgrade gespielt. Und ich hatte halt die, er hat die Rhinos gespielt und nächsten Runde hat er dann das Field Maintenance gespielt, wo ich dann die Melting Points gespielt habe, so rum war es. Naja. Also so gesehen war es jetzt im Nachhinein Quatsch. Halt aber auch das Problem ist halt die Frage, was erwartest du als Konter für die Rhinos? Hat er erwartet, dass ich mich auf die Marksmen verlasse? Aber die waren vom Level her einfach zu niedrig. Ja, ist halt die Frage. Vielleicht war das sein Gedanke. Kann es nicht genau sagen. Also mit dem Marksman wäre ich da wahrscheinlich nicht durchgekommen, das ist schon richtig. Aber es war eigentlich klar, dass ich irgendwie Melting Point oder Steel Bolt spielen muss oder so. Und da meine Truppe generell relativ langsam war, waren meiner Meinung nach die Melting Points recht gut, vor allem weil er halt auch so spät reinkommt. Das heißt, wenn ich Melting Point spiele, die rennen nicht nach vorne, sondern bleiben hier bei der Haupttruppe, mit Crawler abgesehen, und dann läuft es auch. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.